Mal sehen. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Kobold und hört auf zu legen. Das ist ja so doof. Geblendet vom wahnsinnigen Glitzern des Goldes, entscheidet sich Jerrys Gehirn spontan zu explodieren. Ich glaube nicht. Warte. Gleich. Einen Moment. Schon Kopfschmerzen? Ein wenig, ja. Ha! Ja, Mann. Ich versuche immer die Pausen zwischen den Sätzen ein bisschen zu überspringen, im richtigen Moment zu klicken, aber manchmal passiert es dann leider, dass man im falschen Moment drückt. Da passe ich besser gut drauf auf. Okay. Ja, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als hier irgendwie nochmal rumzudrücken. Ach, der Kobold ist einfach geil. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Ha! Jerrys mörderische Falle schnappt zu und er stiehlt den viel schöneren Zylinder des armen Kobolds. Ich will doch nur den Zettel wegmachen. Ach, egal. Mein armes Gold. Mein armes Gold, oh nein. Oh je, mein Gold! Nur wertlose Plastikdubletten! Verdammt! Bei allen verrotzten Rotznasen, aller heulenden Küsten-Banshees! Das ist doch Jerry, der junge Klempner! Schein, als hättest du mich aus meinem Wahn befreit, mein Jung! Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet! Wen muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesen Irrsinn ein Ende zu setzen? Nein, 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 nein! Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Okay, mein Junge. Ein O'Donnell ist niemandem gern was schuldig. Dieser Wunsch geht aufs Haus. Hagel, Regen und Nebelschwaden. Wir spielen quasi die ganze Geschichte als Theaterstück nach. Das ist so cool. Das ist so cool gemacht. Okay. Mach's gut. Kleiner Kobold, und wir holen uns den nächsten Nagel. Wir müssen alle vier holen, ne? Das heißt, das wird hier noch ein Momentchen dauern. Ja, genau, jetzt sind wir in der Welt. Der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Gib endlich auf, Armleuchter! Hey! Ich bin ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune. Hier ist nochmal das erste Skript. Toll. Ein neues Skript im Bann des Zarow. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker.
Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Au! Ja, seine Drecksgriffe mit seinen Coke-Nails, Alter, no joke. Weirder Typ. Ich hab ne Idee. Törichter Junge, ich kann riechen, was du vorhast. Doch sie hört dich nicht. Sie ist mein. Sie ist sein! Wieder so ein Name. Ein völlig und. Ach, hör endlich auf! Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Ja. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beiße ich dir den Kopf ab. Ich bleib besser auf Abstand. Noch mehr von den Dingern. Ich nehme die mal ab. Ich rieche meine Augen. Ja, okay. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab doch sonst gar keinen. Ich will keine Plak. Ja. Okay, hält ihr dann sofort die Ohren zu. Ah, okay, ich hab ne Idee. Okay, ich darf nichts machen, während das passiert. Ich dachte, vielleicht können wir ihn damit kurz betäuben und dann. Hä, was soll ich denn jetzt machen? Und das kann ich auch gar nicht anklicken, obwohl da was angezeigt wird. Das kann ich nicht abreißen, das kann ich nicht nehmen. Ich bin gerade echt überfragt. Besser. Kann ich das vielleicht das Seil durchschneiden? Freund Handy. Theaterstück. Och, Grafikkarten. Akt 3. Oh Gott, es gibt noch einen. Okay, alles klar. Verwendet den merkwürdigen Tonträger mit. Aus! Ich habe jedes Item probiert. Boah, manchmal. Komm, Kitsune. Ich bin's doch, der gute Jeremias. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Das wird sie. Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry!
Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Und Jerrys Tonträger zersprang in Rosa. Super, der Tonträger ist zersprungen. Nein, ehrlich? Wieder so ein Nagel. Beiße ich dir den Kopf. Ich bleib bis... Ich bin besser vor... Heul, das hat mich jetzt echt weitergebracht. Das hat mich ja jetzt echt weitergebracht. Ja, wir haben doch mit ihr geredet. Kitsune, geht es dir gut? Jerry, ich... Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Mein Gehirn, ich werde dich löst sich langsam auf. Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune, hör nicht auf, er wird dich für immer festhalten. Warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Kleine Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Bin ich. Bin ich von Anfang an gewesen. Freundschaft entfernt den Nagel? Freundschaft entfernt schon wieder den Nagel. Jetzt kommt Akt 4. Oh, wir sind wieder in der Arktis. Es ist so cool gemacht einfach. Sorry, das ist alles so cool einfach. Wo bin ich jetzt? Überall Eis und Wasser. So weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Diesmal keine Falter. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib. Um Gottes Willen, was war das denn? Eisklare Wasser. Jerry on the rocks. So dumm einfach. Vielleicht ich muss. Alter! Langsam kriege ich das. Was soll das? Sie mögen mich nicht besonders. Also, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Hecht. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. So, darf ich? Wo waren wir? Der mächtige Polwal brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er. Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Halt jetzt mal auf, mich alle voll zu labern, Alter. Mit mir
in die kalte Dunkelheit unter dem Eis. Nein. Das werde ich ganz bestimmt nicht machen. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine Zuckerstange. Eine Riesen... Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal... Sie wollen doch nur, dass meine Zunge... Genau. Okay. Endlich hast du mal das Skript gelegt. Na, dann mal los. Das lese ich jetzt auch. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Okay. Ruhe. So langsam wechseln die Zuschauer die Seite. Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen... Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Der Titel lautet Im Bann des Zaroff. Vierter und letzter Akt. Hoffen wir es. Ich kann nämlich echt nicht mehr. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwald sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Junge. Der geht mir so auf die Nerven, der Typ. Eisschollen und Wasser, soweit das Auge reicht. Allein der Anblick der eisigen Wogen genügte schon, um Jerry sehr zittern zu lassen. Da ist der Nagel. Da ist der Polwal. Hier ist der Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Boah, ich bin auch schockt. Oh nein, Mann, ich hasse es, dass man manchmal aus Versehen klickt. Dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen wird. Oh. Wie gemein! Aber wirklich. Ja. Ist so. Ruhe. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Vielleicht. Okay, wir haben. Das wird nicht funktionieren. Mich dann nicht weiter.